Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Let's Play von Sniper Ghost Warrior 3. Los geht's. So, weiterhin Akt 2, diesmal Schlag im Steinbruch. Laut Sarah wurde aber von Vasilis geschnappt. Um zu wissen, warum ich noch ein bisschen finde, einige von Vasilis Leuten und verhöre sie. Vasilis. Nicht töten. Wo fange ich an? Wichtige Information. Explosiv, instabil, scheinbar unverzichtbar. Der Vasilis, und warum redet ihr nicht weiter? Was soll diese bedrückende Stimme? Komische Kombination. Der ist so ein Typ, der jedes Mal, wenn du ihn aufsuchst, genau das hat, was du brauchst. Messer, Bier, Chaku, Decke. Unheimlich. Kettenlänge ist Chaku. Irgendwie gruselig. Also Abas vertraut diesem Kerl? Abas ist kein Idiot. Er weiß, wie gefährlich Vasilisk ist. Aber ist sehr nützlich. Ist zu Abas rechter Hand geworden, trotz Vasilisks kleinem Hobby. Es wird ja immer besser und besser. Ja, er hat seine Feinde immer in eine Grube werfen und dann mit Zement zugießen lassen. Ach, wie nett. Ich freue mich schon so sehr, diesen Irren zu treffen. Aber ist flüssiger Zement. Kann dir sagen, wo du ist auch heiß, oder? Er weiß über alles Bescheid, also, was im Steinbruch passiert. Sehr schön. Aber sterben, wenn auch würde seine Großmutter verkaufen, wenn der Preis stimmen würde. Trau ihn nicht. Traue niemandem in diesem gottverlassenen Loch. Der hoffentlich gibt's Schluch. Wenigstens was Ordentliches zu saufen. So Ende. Aber das Leben steht auf dem Spiel. Wenn du den Alarm auslöst, könnte Vasilis in Panik geraten und ihn töten. Provoziere die Kriminellen nicht. Ich hab auch so gut nicht kann. Die provozieren mich da immer. Ne? Ich bin hier das Opfer. Oh. Scheint dies ja eine Abkürzung zu sein, deswegen steige ich schon mal aus. Gehen wir doch oben den Berg lang und nicht da unten. Oder? Wieder nach dem Plan. Wir sind in einer neutralen Zone. So. Wie? Aber das bleibt keine neutrale Zone, oder? Ja, dann ist das verständlich mit dem Provozieren nicht. Oh, hier ist alles aus Schrott gebaut. Cool. Alter Stein. Immer noch neutrale Zone, alles klar. Dann ist gut. Finde den Buchmacher und spreche mit ihm. Was zur Hölle? Was geht da vor sich? Oh, den Zoom muss ich ja mal wegmachen. Alles klar. Ein kleines privates Bordell. Schön. Ist hier auch ein Ziel eigentlich in der Nähe? Nee, nicht. Okay. Boxkämpfe, auf die man wetten kann. Ist hier das Paradies für kriminelle Mensch? Hi. Nein, was zur Hölle machst du? Pass doch mal auf! Oh, jetzt machen wir das. Nicht tonsynchron. Heute ist dein Glückstag, Kumpel. Komm her. Oh, schön. Schön, schön. Ich suche nach dem Chef. Dem ganz oben. Dem ganz oben. Ich bin nicht zum Vergnügen hier. Wenn Sie etwas wollen, müssen Sie wetten. Wie alle anderen auch. Gut. Sie haben Glück, dass ich keinen Streit suche. Noch nicht. Genau. Er hat zwar bisher nichts Falsches gesagt, aber drohen wir ihm mal. Wähle deinen Kämpfer. Gib deine Wette ab. Viel Spaß mit deinem Gewinn. Flatze. Nein, der andere hat keinen. Oder heißt Unavari? Was ist? Ist jetzt irgendwie Unavari, komm. Du machst das Ding. Komm schon, schnapp ihn dir. Also der hat Goldkette so, ne? Der muss wissen, wie man macht. Okay, komm. Und sei tonsynchron mit. Ja, er sah nämlich auch agiler aus. Los, Unavari, los. Noch einmal. Pam! Komm! Nein! Spannender Kampf. Flatwegen ohne Wari. Ha! Stopkick und ja, kassiert. Nein, was zur Hölle machst du? Pass doch mal auf! Ach nein, sind das ernsthaft immer die gleichen Kampfabläufe? Es war genau so eben beim anderen. Sie haben tolle Körper. Was? Was soll denn das kommt da? Komm!
Finish him. Oder halt nicht. Oh, na, na, hey. Oh, na, na, hey. Ach, daneben. Oh mein Gott. Hätte doch auf Flatze Crusher setzen sollen. Nein, nein. Los. Er trifft dich doch gar nicht richtig. Oh. Low Kick. Und tritt in den Arsch, keine Ahnung. Oh, und der hat ihn fertig gemacht. Ohne Vari. Du bist es. Du bist es. Ob der wohl immer gewonnen hätte, auf den man setzt. Komm, nochmal ins Gesicht. Die Kriminellen kämpfen fair, alles klar. Was? Sie haben gewonnen. Ich habe ihr Spielchen gespielt. Also los, wo befindet sich Abas? Folgt nie dem suggestiven Namen. Genau im Auge. Wo ist Abas? Da oben. Ich habe echt keine Ahnung. Sie wetten gerne, dann los. Wie viele Schläge, bis Ihr Gehirn dauerhaften Schaden erleidet? Eins, wenn du gut schlägst. Was? Achso, Sie sind recht groß, ich wette. 30 bis 40. Okay. Sprechen Sie mit Madame Roux. Sie leitet das Bordell und weiß über jeden Bescheid. 30 bis 40 wirst du hier wohl kaum haben, wenn da Leute mit AKs rumstehen. Aber machen wir mal eine leere Drohung und fällt drauf rein. Geh ins Bordell, tja. Und triff die Fut. Finde die Fut. Was war das? Meine Oma tritt härter zu. Ja. Oh, tatsächlich. In der Rita-Animation. Verflucht. Ich hab's gemerkt. Na, die hätten auf Flott gesetzt. Tja, aber der Onavari. Der Onavari. Der ist es. So. Mann, war die schwer zu finden. Sind Sie nicht einsam, mein Herr? Ich Nein. weiß genau, was Sie wieder auf Trab bringt. Sie brauchen eine ich habe mein Frau Gewehr als Partner. Oder zwei. Was Sie wünschen. Daran bin ich nicht interessiert. Ich nicht der Buchmacher meinte, Sie könnten mir helfen. Ich suche Abas. Schätzchen, wir machen das so. Ich vereinbare ein Treffen mit einem Freund, der sicher etwas weiß. Gönnen Sie sich bis dahin doch einfach Danke etwas fürs Angebot, Entspannung. Was Sie wollen, steht Ihnen ins Gesicht geschrieben. Oben finden Sie ein Bett. Suchen Sie sich doch für ein paar Stunden etwas Gesellschaft. Wo ist Abas? Es gibt eine Person, die wissen muss, wo Abas ist. Sein Geschäftspartner. Ich höre schon fast weinend. Meine Mädels erzählen von einem Mann, Vasilisk. Er hat wohl mit den Burschen in der Kaserne geredet. Darüber, wie alt Abas ist. Was lässt die Puffmutter sich einschüchtern, ne? Gib dem eine Latsche. Vielleicht hat er dort Abas eingesperrt. Warum klingst du so bedroht? Hat doch gar nichts gesagt. Naja. Ich werde schießen. Ah, die Barracks. Die Marines rausgepusht. Ja. Ach, jetzt kämpft er schon wieder gegen ne? Die beiden schwimmen wieder mal. Oder vielleicht hätte der Kämpfer gewechselt, je nachdem. sein Name quasi. Los. Sehr gut. Sehr gut. Und ich bin verbuggt. Alles klar. Hell of a Wild. Darf ich da mit meinen Waffen rein? Bitte. Wer ist da? Werd doch nicht so paranoid. Ich stehe direkt vor dir. Streets Alive. Das ist so ein M-A-R-D. Keep. Nee, sieht doch nicht nach zwei E's aus. Ach, keine Ahnung. Mart sagt mir nichts. Oh, keine Videosequenz. Okay. Doch. Das war's, Vasilisk. Lassen Sie den alten Mann gehen. Hör auf den Ami.
Ich denke wirklich, er hat eine... Sei still. Okay. Hallo, was ist das? Mr. North, ein Glück, dass wir uns wiedersehen. Runter mit der Waffe. Das soll doch wohl ein Witz sein. War den Versuch wert. Dank Ihnen sitze ich ein wenig in der Klemme. Wie wär's also, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Scheiß auf Spiele. Jonathan, Sie verstehen wohl nicht. Ich habe hier das Sagen. Nein. Es gibt drei von uns und drei Kugeln in der Pistole. Wenn der alte Mann stirbt, können Sie mich alles über Robert North fragen. Wenn Sie sterben, ist der alte Mann frei. Und Sie? Ich werde tot. Wo ist das Problem? Natürlich können Sie mich jetzt erschießen und den alten Mann retten. Aber tief im Inneren möchten Sie wissen, was mit dem Bruder ist. Oder? Genau. Wollen wir anfangen? Der Bruder sucht ihn noch bereits. Eins. Glückwunsch, alter Mann. Du kannst uns weiter stören. Zwei. Das waren schon zwei, Mr. North. Oh. Meinen Sie nicht, ihr Glück lässt irgendwann nach? Babois! Tut mir leid, aber Sie spielen nicht mit. Drei. Großvater, geht es dir gut? Ach, er selber spielt mit. Okay. Ja, mein Schatz, ja, mir geht's gut. Oh, das ist dein Großvater? Ja. Dieser okay, es wurde nicht gesagt. Alles, gut. Ich dachte, ich stehe in deiner Schuld, Freund. Kann ich irgendwas tun? Nenne mir deinen Preis. Ich muss alles über Vasilisk erfahren und die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat. Nun, da ich nicht mehr in direkter Gefahr schwebe, helfe ich doch eine mit Vergnügen. Weiter und schießt dann. Aber oder erst weg von hier. Ich war schon seit Tagen nicht mehr draußen. Ja. Seit Tagen. Siehst aber nicht so aus, als wärst du gefoltert worden. Von den Werkzeugen schon. Aber nicht von deinen Wunden. Okay, aber scheinbar komme ich gar nicht mit zur Schießerei. Story ist ja auch mal wichtig. Oder alle da draußen sind jetzt gegen mich. Das wäre auch anders. Wenn nur die Frage, wie Lydia entkommen ist. Ist das Gebiet noch neutral? Ja. Beruhigt euch alle. Beruhigt euch. Dieser Mann hat mein Leben gerettet. Er hat diesen beschissenen Verräter des Lichts getötet. Aha, es sind also doch seine Leute. Aber dann ist er doch gar keine gute Person. Oh mein Gott, 100%. Planung? Fragen an Basilisks Unterstützer und Informationen über den Putsch, die uns noch sehr nützlich sein werden. Seine Ziele sind nicht unsere Ziele. Ja, schon. Wir arbeiten nicht für den verdammten Mossad. Obwohl unsere Verhörmethoden euren wesentlich überlegen sind. Obwohl du verdammt nochmal hier nicht geboren wurdest, nicht alle Spieler oder die zutiefst persönliche Geschichte hier kennst, spar dir deine gottverdammte Übermacht. Der Deathfilm war tatsächlich ein bisschen Illusion. Lydia, du gehst vor. Aber Raquel sollte gelegentliche Unterstützung leisten. Ah, ich habe ja gar keine Mission mehr, ne? Ich komme mich ja wieder nach Hause porten. Missionsfreischalter? Gehe ich doch mal dahin. Bis gleich. Obwohl, nein, erstmal. Danke, John. Aber Sie die reden Unterstützung ja noch, muss ich in Grenzen halten. Oder was? Du brichst mir das Rückgrat, so wie deinem kommandierenden Offizier. Unfälle passieren. Vermassel mir ja nicht die Chance, Informationen über Robert herauszufinden. Verstanden? Sie hat's verstanden, oder, Raquel? Alles, was du sagst, John. Ende. Ja, bis gleich. So, wieder da. Ich bin ein Ghost. Aber es sind auch keine Gegner. Gut. So, scheinbar ein... Dorf wäre übertrieben. Doch, das ist ein Dorf. Also mehr als zwei Häuser. Gut. Dann ist es ein Dorf. John, Sie haben es hier erwischt. Er sagte, er stehe kurz vor einer großen Entdeckung. Bitte retten Sie ihn. Siebert. Ja, komm.
Sriad wurde auf frischer Tat bei der Sabotage ertappt. Das hat man davon, wenn man sich mit Anfängern abgibt. Wir reden hier über eine zivile Miliz in Verteidigung ihrer Heimat. Natürlich sind das Anfänger. Ich meine nur, ursprünglich sollten sie doch uns helfen. Ich meine ja nur. Meinst du etwa, wir würden jemand Wichtigen wie dich riskieren, wenn die Lage nicht kritisch wäre? Ja, ja. Du bist unser Bester. Sriad Ingerovka ist ihr Bester. Er hat bedeutende Informationen über eine neue Aktion der Separatisten gesammelt. Das könnte das Blatt wenden. Hol ihn. Also, wo ist er? Alte Wassermühle am Fuße der Berge. Ende. So, das ist wahrscheinlich nicht mehr so ein neutrales Gebiet. Doch? Scheiße, lebt hier überhaupt jemand? Was für ein Drecksloch. Ich weiß gar nicht, ob das ein Licht ist oder... Ne, das ist der Mond, der einfach schnell weiterzieht. Ganz klar. So. Lebt hier überhaupt jemand? Sieht man auf einen Blick. Ja. Böse. Ah, meine Drohne ist abgedatet. Sie zeigt jetzt, was wahrscheinlich für mich nicht relevant ist. Körperumrisse an und gibt noch viel mehr Details über die Leute. Aber nein. Das gehört zu dem Modus ja nicht dazu. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ich habe mit trotzdem Mut. Und ich habe jetzt Nachtsicht. Obwohl man irgendwie schlechter mit der sieht. Naja, das ist auch Brustlicht. So, es ist mal wieder kein gegnerischer Sniper da. Kein Sniper. Komm, das ist noch nicht mal eine Reichweite. Hätte es ja ruhig weglassen können. Gut gemacht, John. Meine nur. Wörter. Wörter. Vielleicht willkommen. Im Dorf. So und so. Ich hab's nicht ausgemacht. Kommst du das jetzt etwa untersuchen? Und bevor er ihn wieder aktiviert, ist er bumm. Ihr habt mich nicht gesehen. Wo? Wo hast du mich denn gesehen? Hä? Ja. Guck, die beiden sind auch in. Oh mein Gott. Das ist eine Elite-Einheit. Also abgesehen davon, dass ich natürlich Bein und Arm getroffen habe, was nicht tödlich wäre. Keine Frage. Aber bei dem Spiel ist es für gewöhnlich tödlich. Oh Mann. Haut the fuck ab. Haut the fuck ab. Ach, das ist ein gepanzerter. Also, dass der erste gesehen wurde, okay. Also, der erste wurde ja nicht gesehen. Dass der zweite gesehen wurde, ist okay. Aber warum zur Hölle hat der eine sofort auf mich geschossen und wusste, wo ich bin? Das sind ganz so Dinge, wo ich mal den vollen Hut sehen würde, was die Erklärung dafür ist. Denn ich glaub das nicht. Zumindest nicht so, dass er auf mich schießen würde. Und warum... Wow, fehlt da eine Wache, Mann. Okay, wir haben 5 Leute. Der wird gesehen. Der wird auch gesehen. Der da oben wird nicht gesehen. Wenn der da oben nicht gesehen wird,
Ah, ihr dreht euch auch um. Okay. Tja, hätte das sein können. Aber trotzdem ist er da oben derjenige. Oh. Hallo Nummer 6. Und Nummer 7. Ja, da sind auch alle wieder. Mensch, ist das schön. Oh mein Gott. Ich war zu nah dran. Hier das aufleuchtet. Vielleicht hat er deswegen auf mich geschossen. Nee. Erstmal weiter reinzoomen. Wir haben 150 Meter. Hab ich die Schläfe oder den Nacken getroffen, ne? Ja, Mann. Aber jetzt stehen doch alle im Licht. Was soll ich denn machen? Zwar alarmiert, aber es ist kein Alarm da. Die wissen nicht, wo ich bin. Die suchen die Gegend ab. Alles ist so, wie es sein soll. Oh, tatsächlich weiß. Doch, dahinter steht doch noch einer. Der müsste wissen, dass ich da bin. Aber ansonsten keiner. Ich kann ihn nicht sehen. Weil ich das Licht ausgemacht habe. In Deckung bleiben! Also ich tippe ehrlich gesagt darauf, dass einer lebt. Ein einziger. Also, der weiß, wo ich bin. Oh Scheiße, es ist einer von uns! Verstanden. Untersuche und melde mich. Warum? Dies war der sogenannte Alarm. Ha. Komm schon. Egal, ich mach's genau so, nur dass ich mich nicht sehen lasse. Das war die Lösung, man nimmt einfach den Bogen und knallt alle ab. Ja, was ein bisschen blöd war, ich habe den einen da am Fluss, ach, am See erschossen, was ich jedes Mal gleich gemacht habe. Jedes Mal, ich meine, es ist nun mal auch der leichteste Kill. Aber diesmal haben sie ihn alle entdeckt und plötzlich alle losgelaufen. Obwohl auch die gleiche Zeit verstrichen war, sprich, jeder war in seiner Position, wo er auch sein sollte. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, der mich auch tatsächlich stört, weil natürlich mache ich Fehler, ne? Keine Frage, waren viele dabei. Aber wenn man alles richtig macht, sollte die Mechanik zumindest so funktionieren, dass du nicht dafür bestraft wirst, das Richtige zu tun, nach dem Motto. Naja, das Spiel ist heutzutage schon perfekt, hä? Kommt gleich noch ein Gegner und ich bin doch tot. Achso, das ist gar keine Kiste.
Alles klar. So. Jetzt wird der Bogen genommen. Er wird gespannt. Und es wird nichts getan. Und es ist nicht nötig. Aber ich hätte wetten können, dass da oben gerade eine Stimme war. Nein, ich meine Meter. Junge, die sind alle tot. Sie sind frei. Jetzt zur Hölle raus hier. Oh Gott, schütze sie. Könnten Sie mir helfen, meine Sachen zu finden, bitte? Ich bewahre ja, klar. Die Informationen auf. Ja, ja, denn Suchjunge bin. Ich bringe sie Ihnen. Der saß bis jetzt noch so da. Nein. Guter Mann, guter Mann. Ist lieber übervorsichtig. Sind die vielleicht da oben drin? Oder hier oben, genau. Meinte ich doch. Genau. Dokumente. Sieht irgendwie nicht so danach aus. Ja, man hätte sich übrigens auch, das ist eine alternative Route, einfach am See lang schleichen können und in das Haus rein. Man muss nicht alle töten. Man muss nicht da links lang gehen, wo ich lang gegangen bin. Na, hier die Tür. Kommt ihr direkt vom See lang. Sprich, ihr müsst wirklich nur die eine Wache ausschalten, die da am See ist. Und dann könnt ihr relativ gut durch. Es werden wahrscheinlich ein, zwei, vielleicht auch drei Leute im Haus sein. Aber es macht es zumindest einfach. Ach, für mich langweilig. Bisschen Bogen-Action, ne? Okay, die Sachen sind in dem Haus. Und nicht Teil dieser Mission. Ich werde mal auf dem... Ja, Mensch, da sind sie doch... Die sind aber eben nicht am Leuchten gewesen. Da war ich drin. Trifft Sievert außerhalb der Wassermühle. Aha, eine. Oh. Cool. Ich mag Wasser. Erst wenn ich sie nicht erkannt habe. Da unten war das eigentlich. So. Er ist ein Pantomime. Mensch. Er hat geheime Talente. Danke, Gott schütze Sie. Seien Sie einfach vorsichtig, okay? Ich schütze mich. Keine Sorge, das haut schon hin. 5 Kopfschüsse, 83%. Och, für den Bogen ist das gar nicht so schlecht. Sonst habe ich immer schlechter gezielt. Tötung 9. Entschuldigung, vielen gerne. Alarm, ja. Aber nur eine. Hier könnte sich also das Blatt wenden. Die Separatisten haben einige Marschflugraketen in die Hände bekommen. Sollten ausreichen, um alle umgebenden Straßen, Tunnel und Brücken in die Luft zu jagen. Jede Route in die Region. Wo zur Hölle stecken die? Jede. Ich weiß nicht. Aber wenn sie sie einsetzen, könnte der Bereich keine Hilfe mehr von außen erhalten. Alle Zivilisten wären gefangen. Ja, so haben sie alle schön im Visier. Sviat ist schon auf der Suche nach den Raketen. Wir setzen uns in Verbindung, wenn er den Ort kennt. Oder auch nicht. Hoffen wir mal, dass die Marschflugraketen nicht zum Problem werden. Ja. Das hoffen wir doch alle. Dann einmal zurück in die Basis. Ich glaube, ich habe das mit dem Löwen auch in der anderen Map noch nicht fertig gemacht. Ne? Die eine große Questreihe. Wo ist denn der Leppi-Laptop? Da ist er doch. Ja, tatsächlich kann ich das noch weitermachen. Die Separatisten wollen Raketen auf strategische Ziele abfeuern, um Widerstand zu vernichten. Begib dich in die Basis und lade das Virus ins Raketen. Alles klar. Ich habe mal wieder eine Mission. Sehr gut. Aber das war's mit diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.